Ey, ich rufe mal kurz Basti an. Ich hole mal ganz kurz mein Handy. Oder ich rufe ihn einfach bei Discord an. Gucken, was er macht. Ich hatte mit Basti vorhin geschrieben, ob wir was machen. Ich weiß noch nicht, was seine Antwort war. Ruf Basti an. Ich rufe Basti mobil an. Basti! Ein großes Slice of Pi, 72 Stunden Wochenende. Oh, jo, was geht ab? Sorry, darf ich reinkommen? Na klar. Oh. Eine Frage, go. Was ist deine Frage? Yo, okay, pass auf, Papa Platte. Hast du einen coolen Store in Berlin, in dem du mir... Also, kannst du mir vielleicht einen coolen Hosenladen empfehlen? Nein, Mann, halt die Fresse. Yo, nächster. Was geht, Bro? Ich wollte fragen, ob du Lust hast, irgendwas zu machen. Ich wusste nicht mehr, was wir vorhin bei WhatsApp geschrieben haben. Boah, ich bin noch am Stream, aber ich kann ausmachen. Was wollen wir machen? Yeah. Wollen wir einen heben oder was? Ja, Puff, ja. Digga, wie immer. Nee, Bro, keine Ahnung, was geht bei dir gerade ab? Du hast gerade Scribble mit den Jungs gespielt, ne? Genau, ich habe mich jetzt gerade rausgeklingt als erster, weil ich gesehen habe, mein Bro ruft an. Alter, nee, du hast vorher schon gemacht, oder? Ich wollte dich jetzt nicht rausholen. Nee, aber das war schon so ein bisschen, da wäre nichts mehr groß gegangen, glaube ich, bei den Jungs. Ah, okay. Ja, ich wollte fragen, ob du Lust hast, irgendwas zu machen, Bro. Mir stecken gerade 5 Stunden just chilling in den Schuhen, weißt du, wie ich meine? Oh. So diese Nummer ist heute. Also pass auf. Ich hätte definitiv Lust, mit dir etwas zu machen. Ich hätte Lust auf was Spaßiges. Ich weiß, dass du wahrscheinlich jetzt auf spontan die halbe Herzgeschichte wäre natürlich also den ersten Try mal anknacken. Oh. Boah. So ein Gefühl bekommen. Boah, ich will's. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich an diesem PC. Ja, boah, jetzt um 22 Uhr halbe Herz-Challenge, Digga, ist wild. Gewinn! Das wäre. Es würde mir jetzt so gut in den Kram passen, weil ich sag dir ehrlich: Morgen geht nicht, Dienstag geht nicht, Mittwoch geht nicht. Nur noch Donnerstag und Freitag ginge für mich. Und ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit noch haben werden. Das Ding ist halt. Wir werden eh nicht alle versuchen. Ich will halt konzentriert sein. Ich weiß nicht, ob ich gerade konzentriert bin, weißt du? Okay, 7x7. 49. Die Hauptstadt von Kroatien. Zagreb. Stark, ey, Bro, also bitte, du bist an deinem Peak. Alter, what the fuck, ich bin ja ultra ready. Du bist ready, jetzt Minecraft zu spielen. 7x7 und Hauptstadt von Kroatien gewusst. Junge, holy shit, Bro. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, würde ich das gerne alles an einem Tag machen. Aber das ist so scheiße. Dann bin ich so, im ersten Try bin ich so in Köln und dann zweiten, dritten, vierten, fünften bin ich so in Berlin einfach, Digga, einfach mitten im Video teleportiert, Bro, what the fuck? Bro, Real Talk, Wilbo macht so eine Enderperlen-Transition, so du hast so eine Enderperle wirfst, wupp, yo. Und pium, okay. Auf einmal bist du wieder anders. Okay, pium, 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 Eisip. Ei, oh mein Gott, jetzt aber, Eisip. Eisip. Digga, so ein guter Clip. Pium, pium. Weißt du noch dieses Star-Wars-Video davon, Bro? Ja, Bro. Kevin, was wir alles schon durchgemacht und erlebt haben, es ist wow. Ja, good times, Bro. Wilbo cuttet auch für Basti? Nee, das Video ist für meinen Channel. Nee, Wilbo wird sich doch nicht da so die 40 Stunden Roterteiler von dem Kollegen da drüben antun. Jetzt wurde dein Handy... Ey, yo, hier sind 40 Stunden, morgen muss das auf 20 Minuten runtergeschnitten sein. Oh, yo, hey. Naja, kommt bei dir bestimmt nie vor, dass du halt eben ein Video am Vortag gibst und dann nächsten Tag so ein Video kommt. Also. Nö. Ich weiß nicht, Digga. Ich hatte Angst, dass wir in diese Konversation kommen, weil Chad will das jetzt unbedingt sehen und ich habe da echt nicht so Turbo-Turn gerade drauf. Also ich habe schon Bock drauf, aber ich fühle mich jetzt gerade nicht konzentriert und ich will die Challenge halt ernst nehmen. Oh, und gerade, ich fühle mich gerade nicht auf 100%, sondern eher auf 70%. Digga, er gibt jetzt 5 Subs. Er macht jetzt so, er gibt den 5 Subs. Jo, okay, wir machen. Anfüttern. Zack, zack. Guck in die Augen des Schneemanns. Sieht der Schneemann gerade so aus, als ob er sagt, Bro, guck mal bitte, wie er ganz gespannt auf deinen Monitor guckt und jetzt 0,5 Herzen Gameplay sehen möchte. Oder der sieht aus, als wäre der Tod innen drin, sag ich ehrlich. Meine Bro. Ey, Plopper, danke für 5 weitere, Digga. Mm, Basti, du hast einen Hype-Train gestartet, Digga. Danke, Mann. Yo. Holy shit, Tobi, danke für 5 weitere, Digga. Kuss. Danke, Mann. Mach den Mann mal größer, dass der auf jeden Fall im Musikfachgeschäft nochmal erkannt wird. Oh mein Gott, Alter, ist so. Basti, ich sag dir ehrlich, die großen Streamer, die machen das mit 2 PCs, wa? Ja. Ich sag mal so. Bro, meine größte Angst, da erkannt zu werden. Ich bin neidisch. Naja, bin ich ja kein großer Streamer für Batman. Weißt du, was ich gerade absolut einfach, also, Bro, ich hab auch einen fucking Fidget Spin in der Hand, ne? Es ist so lächerlich. Es oh, wirklich? Ja. Basti, würdest du sagen, du hast ADHS? Nee. Also, aber du hast auch nie irgendwie, wie sagt man das, diagnostizieren lassen oder sowas? Nee, aber ich mag das.
Du fühlst es jetzt. Bei der Arbeit muss man auch mal Sachen machen, auf die man keinen Bock hat. Nee, ich habe auch gerne, ich habe sonst solche so Knetbälle manchmal oder ich, also ich habe auch gerne einen Stift in der Hand, wenn ich einfach nur rede. Wenn ich nicht spiele oder so, dann, ja. Ich finde ich auch. Ich finde es einfach geil, wenn man redet, dann irgendwas mit irgendwas rumzuspielen. Am geilsten war, jemand hat mir so einen Würfel 3D gedruckt, den ich immer so auseinanderbauen konnte, dann so aufklappen, dann unten wieder zusammen und dann wieder zusammen. Also, es war so in alle drei Richtungen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Bro, aber der war so sloppy 3D gedruckt, dass ich den so nach zwei Tagen kaputt gemacht habe. Leider. Beim Telefonieren laufe ich auch immer durch die ganze Wohnung und ich fange so an, Haushalt zu machen. Ich räume Geschirrspüler aus, ich fange an zu Staub zu wischen immer, und so. Immer rumlaufen, Digga. Wirklich, Psychopath, wer bei Sprachnotizen nicht rumläuft oder Telefonaten. Digga, aber immer. Ist halt geil. Bro, wirklich, ich sitze so mit Leuten auf chillig, ich fange so eine Sprachnotiz an und ich weiß so, okay, die Sprachnotiz wird jetzt eher so eine Minute. Digga, ich stehe auf, lauf los. Ich lauf einfach los, Digga, einfach so irgendwo im Raum rum, Bro. Einfach so, jo, jo. Ja, genau, und dann ist halt Folgendes passiert. Digga, immer. Ich fühle aber sehr. Immer, Digga, ist wichtig. Dann werden die Sprachnotizen noch besser. Bist du so ein Sprachnotizen-Löscher? Weil ich erwische mich voll oft so, dass ich so Sprachnotizen mache und dann merke ich so nach so einer halben Minute, ah, Bro, also Real Talk. Dann, weiß ich, manchmal gehe ich dann in so ein, ja und dann, also dann Dings, weißt du, dann, und dann merke ich so, oh mein Gott, das wird den anderen jetzt so krass abfucken, ich lösche wieder. Und dann sage ich nochmal auch schnell. Ich habe immer ein bisschen Angst davor, dass das dann Leute dann sehen. Dass sie halt sehen, okay, Sprachnachricht wird aufgenommen, ist das kurz eine Lücke und er nimmt jetzt erst weiter auf. Okay, was, also, dass das erkannt wird. Okay, check. Ja, das fühle ich. Weil ich, wenn ich zum Beispiel in eine Sprachnachricht manchmal scheiße reinstarte, dann fange ich von vorne an und manchmal geht das dreimal. Also es ist kein Joke. Ich fühle, was du sagst, aber. Ich habe das auf jeden Fall schon mal gefühlt, ich weiß jetzt aber nicht bei wem. Ich glaube, wenn man so. Oh doch, pass auf, folgendes Szenario. Man hat irgendwas verkackt oder so und will sich bei jemandem entschuldigen. Und dann will man so, oder man will jemanden übelst nett absagen. Und dann denkt man so, man macht so, ja, das Ding ist, ich habe da einen wichtigen Termin noch. Und dann wird man so, oh mein Gott, ich hab das gerade null. Du kaufst dir selber nicht ab. Ich hab das so null glaubwürdig gesagt, Digga, ich muss das nochmal löschen. Also, hi, was geht? Oh ja, 15.06. Oh, Digga, da hab ich da einen übelsten wichtigen Termin. Da denk ich so, okay, das ist der Try, den setz ich ab. Ja. Digga, immer. Manchmal auch schon vorgekommen, ich hab so 2 Minuten Sprachnachricht gemacht, auf einmal ich hab einen Voice-Crack, ich fang von vorne an. Oha, Bro, wegen Voice-Crack? Kommt drauf an welche Person. Ja, aber wenn ich jetzt souverän rüberkommen will oder so. Würdest du, wie ist es bei mir? Vollkommen, scheißegal. Hey, was? Ich mache manchmal Sprachnachrichten, wenn ich merke, okay, ich rede zu lange, dann ist es bei dir schon mal vorgekommen, dass ich neu angefangen habe, weil ich weiß, dass du die zu lang nicht anhören wirst. Doch. Hä, wirklich? Ja, also. Ich bin ein klassischer Mal-2-Hörer. Ich habe mein Ohr drauf trainiert, Sprachnotizen auf Mal-2 trotzdem noch gut zu verstehen. Ich höre jede Sprachnotiz fast immer auf Mal-2-Geschwindigkeit und ich check trotzdem immer alles. Marsha sitzt immer daneben und sagt so, Digga, wie verstehst du das? I don't know. Ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass ich mal ein bisschen XQC geguckt habe for some time. Bloß vielleicht hörst oder verstehst du auch nicht alles, weil, also. Ja, ich finde, es ist so ein bisschen so wie so, wenn man so einen englischen Film guckt, wo so viele Fachwörter verwendet werden. Oft checkt man out of context, mit dem Kontext. Das. Und ja, also entweder 1,5 oder 2, aber also 1,5 ist Minimum. Ich bin wenn eher 1,5. 1,5 also, ist Boss, Digga. Naja. Boah, Kevin, ich sag dir ehrlich, bevor wir uns hier nochmal quatschen, starte dein Minecraft. Real Talk, es ist Zeit. 5 Versuche. Oh mein Gott, Digga. Du bist der Boss. Wir haben heute den Server extra eingerichtet, es ist alles ready. Wir machen dir ein geiles Video für den YouTube-Channel. Ich gebe alles. Du wirst so viel Spaß haben. Minecraft-Video, das muss jetzt auch angefangen werden also Wilbo muss jetzt damit anfangen, damit es perfekt auch zu Crafting-Zeit online gehen kann. Oh, okay. Bruder, wie er mich überredet. Er kommt jetzt mit, Bruder, ja, er merkt, mit Subgifts funktioniert es nicht, aber jetzt kommt er mit Views, Bro. Ja. Den Chef, ich lebe ihn auch. Digga, wie du da sitzt, wie so ein Bösewicht in deinem Stuhl, Alter, mit deinem scheiß Fidget-Spinner. Ja, dann Wichser, wir machen es. Gib mir kurz eine Sekunde, ich bin kurz muted. Fiete, falls du da bist, ich habe dich vorhin kurz im Chat gesehen. Dadurch wirst du irgendwann auch mal müssen. Fiete, wir kriegen dich irgendwann auf das Level. Bruder, der Mann muss Fußball zocken, der kann nicht halbe Herz Minecraft-Challenge machen. Kriegt das irgendwann hin. Fiete hat heute getroffen, ne? Ich habe gesehen, deine Insta-Story, glaube ich, war's, oder? Ja, Mann, aber. Wo spielt er gerade? In Kiel, zweite Liga. Ah, Digga, aber strong. Wusstest du nicht, dass Kiel zweite Liga ist und dass er zweite Liga spielt? Digga, was? Wirklich? Gegen wen haben die gespielt? Gegen Hansa Rostock. Haben die gewonnen? Ja, 3-1. Er hat Alter, Boss. Und es war Volley-Tor, also out of the box. Ja, das hab ich gesehen. Ist Volley dieses... Nee, Fallrückzieher ist nicht Volley. Volley ist mit einem Bein und dann so... Ist das hier Volley? Warte, ich hab den Stream nicht offen, aber Volley ist so halt... Mäßig. Ah, ich seh schon wieder, wie Willi reagiert hier. Jo. Komm, Willi, mach's doch, du Wichser. Zeig mal deinen Volley. Ja, also so, jetzt kommt ein Ball an. Du musst dir vorstellen, hier der Fidget Spinner ist der Ball.
So, der ist jetzt auf der Höhe und natürlich so machen. Yeah. Naja, ich kann es dir auch einfach mit einem anderen Wort übersetzen, einfach mit Direktabnahme, dass du ihn nicht vorher annimmst, sondern aus der Luft, so wie beim Volleyball. Oh, Alter, wie beim Volleyball. Ja, yeah, Volleyball heißt so, weil du halt die Bälle direkt spielst und nicht annimmst. Alter, what the fuck? Bro, ja, yeah. Ja, das macht Sinn. Ich fand als Kind immer Fallrückzieher voll cool. Ja, Bro, das wurde auch durch Animes so halt übercool gemacht. Oh ja, true. Wie heißt das, dieses Kickers oder so? Super Kickers? Ja, genau, oder Tsubasa. Das Ding ist halt... Dieses andere, genau, das meine ich. Du musst dir vorstellen, Tsubasa ist damals, der Original-Anime ist damals in den 80ern entstanden. Und die sind damals aus Japan dann halt wirklich nach Europa gewechselt. Und die ganzen Vereine haben sich bezogen auf echte Real-Life-Vereine. Also manche sind nach Barcelona gegangen und so, Tsubasa. Und warte, das was war meinst halt du, die Characters in der Serie oder was? Genau. Ah, wirklich? Ja, ja. Ich dachte, das war so eine fiktive Welt einfach. Aber, also es wurde nicht Barca genannt. Und damals, Genzo Wakabayashi, der Torwart, ist damals nach Deutschland gegangen. Und weil es in den 80ern gespielt hatte, und in den 80ern war der HSV der beste Verein in Deutschland, ist er damals zum eigentlichen HSV gegangen. Und das ist ultra cool. Was? nix. Nee, aber das ist halt wirklich unfassbar cool, weil der HSV hat damals mal so auf Retro-Anime-Style auch mal so Merchandise rausgebracht. Der ist unfassbar cool. Digga, what the fuck, Alter? Was weißt du für... Aber was heißt, die sind zu Barca gegangen, aber es hieß nicht so? Nee, die hatten halt nicht die Rechte für Barca, aber es sollte sozusagen Barca halt widerspiegeln. Warte mal, ich kann jetzt zu Barca HSV... Wetten wir auf 10 Euro, dass du innerhalb von 5 Minuten kein englisches Wort sagst? Gucke, also zum Beispiel... Nee, Mann, da sehe ich mich gar nicht. Kuss. Zum Beispiel der Rechte, der war dann halt beim HSV. Sie hatten halt nur das Wappen, aber es war halt... Ich glaube, im Anime haben sie es dann irgendwie Grünfeld oder so genannt. Könnt ihr aufhören, diese Pickelstraße zu markieren hier? Warte. Genau, FC Katalonien hieß Barca und so. Ah, okay. Ja, okay, das ist dieses Logo, ich check. Genau, FC Grünwald hieß damals der HSV bei Tsubasa. Aber warum ist man nach Europa gegangen? Weil da der Sport größer ist und der Erfolg von der Serie größer war? Oder weißt du das? Digga, ich bin gemutet. Ich hab's gemutet gesagt einfach gerade. Oh mein Gott. Ich meinte gerade, also ich habe gesagt, das HSV, ja cool und so. Ich meinte, warum sind die damals nach Europa gegangen? Weil die Serie da erfolgreicher war? Oder um Fußball da erfolgreicher ist? Naja, als Fußball ist halt am erfolgreichsten in Europa. Und im Anime sind sie halt alle in Japan gestartet. Und das ist halt so der Traum von allen Leuten halt aus Asien, aus Südamerika, aus Nordamerika. Das ist halt wie die NBA im Basketball. So, du willst nach Europa. Okay. Würde man sagen, dass das in Real Life auch so ist? Wollen Leute, ja, die irgendwo in Japan zocken, unbedingt in den... Deutschen Verein Europa, oder so? Ja, nicht, ja, die wollen nach Spanien, die wollen nach England, die wollen nach Deutschland, die wollen nach Frankreich, nach Italien. Ja, okay, was denn? Jetzt baitet er mich hier onstream rein. Guck mal, ich bin einfach Schachmatt, Bro. Guck mal, das Ding ist halt, du sagst so, hey, sollen wir die halbe Herz-Challenge machen? Alles, was ich danach jetzt machen würde, würden die Leute sagen, ah, das ist nicht so geil wie die halbe Herz-Challenge, das schalte ich ab. Ich bin gefangen in der halben Herz-Challenge jetzt. Ja, Bro, das Ding ist halt, deswegen bist du aber auch einer der besten Streamer in Deutschland. Wenn nicht sogar der beste Streamer für mich. Wow. Du bist für mich auch der beste deutsche Streamer außer mir selber. Schau in den Spiegel und ich sag, ich bin Boss. Du bist für mich der beste 1.20 Minecraft-Streamer. Boah, krass. Jetzt gerade. Boah, alter Hart. Du bist auf jeden Fall der deutsche Streamer, den ich am liebsten gucke. Oh, Kevin, jetzt hör mir auf. Ja. Ich zitter. Aber Konkurrenz ist nicht so hart. Nee, Spaß. Nee, doch. Ich glaube, dein Stream ist allgemein der, den ich am liebsten gucke. Also ich gucke bei dir am öftesten rein auf jeden Fall. Bro, Real Talk. Man soll seine Karriere beenden, wenn es am schönsten ist. Und ich sag dir ehrlich, meine Damen und Herren. Ich geh auf. Das war's von meiner Seite. Macht's gut. Ciao. Nee, Real Talk. Also ich gucke deine Streams auch voll gerne. Digga, ich weiß, du guckst jeden von denen, Bro. Du bist ein Fanboy. Wann ist der Punkt, dass wir uns einfach gegenseitig Props geben, jetzt gerade in diese Richtung gewandelt? Du bist halt ein Fanboy. Ist es nicht in diese Richtung, das ist die Wahrheit, meinst du? Du bist halt zu der Uhrzeit, so um 14, 15 Uhr, das ist halt meine Uhrzeit, an der ich halt einfach nebenbei auf einen zweiten Monitor einfach den Stream am Laufen habe. Check ich, aber nee, ich find's ja auch süß. Marsha sagt auch übel oft, dass ich ein Basti-Fanboy bin. Bruder, Stream geht aus, ich mach erstmal ein Basti-Video an. Die Frau sagt, ja, ich geh kurz duschen, so machst schon mal alles ready für so Trash-TV, dass wir gucken können, weißt du so? Oder irgendwie Black Mirror gucken. Digga, ich knall mir dann erstmal noch schön von One Block trotzdem nochmal die 10 Minuten rein. Weißt du, schön Watchtime ficken, nur halbe Video gucken und dann geht's rein in Trash-TV. Nur darum geht's eigentlich, weißt du so? Einfach nur nochmal die Watchtime abzufucken.